Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Hochzeitsvlog an diesem 21. Nein, es ist schon der 22. glaube ich. Ja, der 22.8. Ja, ich habe gestern nicht gevloggt. Ich bin gerade überlegen, gestern habe ich ein bisschen was, also ich hatte relativ viel Luft auf der Arbeit. 2 Stunden irgendwie waren, ich glaube es waren 2 Stunden. Und dann bin ich zum Teddy gegangen und habe dann noch so die letzten Besorgungen erledigt. So ein paar Sachen für die Seifenblasen zum Beispiel brauchte ich ja irgendwie so einen kleinen Behälter. habe ich noch Dekoband, Geschenkband, nein, also so ein schönes Band gekauft, um die Körbe noch ein bisschen zu dekorieren. Das habe ich noch gekauft, Schüsseln für die Sticker des Fotospiels, Stifte. Ja, so Kleinkram halt, habe ich alles erledigt. Beim Rossmann war ich dann auch noch schnell. Das war das Einzige, was ich eigentlich gestern hochzeitsmäßig gemacht habe. Aber eigentlich war das schon ganz gut, weil somit habe ich keine Einkäufe mehr, abgesehen von Taschentüchern. Und ein Silberputztuch brauche ich noch für den Arm, was ich gerne tragen würde. Aber das trage ich halt so selten, weswegen das total angelaufen ist. Ja, genau. Und heute blogge ich mal wieder. Nicht, dass ich wüsste, dass heute irgendwas ansteht, aber ich dachte, naja, kannst du ja mal die Kamera wieder in die Hand nehmen. Ich muss sowieso mal gucken, wie ich das mit den Vlogs mache, weil, also jetzt derzeit läuft es total gut, da bin ich, habe ich das immer so, dass ich die immer schon auf geplant setzen kann, aber das wird nicht mehr lange funktionieren, glaube ich, weil da muss nochmal ein Tag sein, wo ich es nicht schaffe, irgendwas zu schneiden und dann komme ich wieder raus, deswegen, ich muss nochmal gucken. Ob ich vielleicht auch mal wieder ein paar Vlogs zusammensetze, damit ich, wenn es dann so auf die Hochzeit zugeht, zeitnah bin und ihr nicht so lange auf den finalen Vlog warten müsst. Müsst ihr sowieso, weil das Hochzeitsvideo, das werde ich nicht zeitnah schneiden. Das wird erst nach den Flitterwochen kommen, denke ich. Ja, aber dass ihr nicht so stark im Verzug seid oder ich oder wie auch immer. Ja, ich werde jetzt erstmal frühstücken. Und dann arbeiten gehen. Vielleicht schaffe ich es vor der Arbeit noch einen Teil des Vlogs zu schneiden. Des 14. Ja, heute kommt 12 online, morgen 13. Ja, ich muss 14 langsamer schneiden. Ja. Genau. Und dann sehen wir uns heute Abend nach der Arbeit wieder. Ich bin heute auch ein bisschen, was heißt aufgeregt, aber heute ist ein spezieller Tag. Möchte ich aber jetzt so eigentlich auch gar nicht drüber sprechen, aber ja, mal gucken, wie es wird. Ich kann euch heute Abend berichten, wie es mir geht, oder ihr seht es auch, wie es mir geht. Mal sehen. Bestimmt schon 9 Uhr. Ja, 5 vor 9 Uhr abends. Ich bin vor einer Stunde erst zu Hause angekommen, nach Hause gekommen. Und ich bin einfach durch heute. Heute ist echt ein richtiger Tag, der mich geschafft hat. Irgendwie, ich weiß nicht. Also es war auch ein langer Arbeitstag, davon mal ganz abgesehen. Ich hatte wenig wirklich Pause. Ich habe irgendwie ja gefühlt durchgearbeitet und es emotional war der heute auch so ein bisschen anstrengend, der Tag. Bin heute auch sehr sensibel. Und ich weiß nicht. Sowas sollt ihr halt auch zu sehen bekommen, ne? Wenn man mal so ein richtiges Tief hat. Eigentlich war das, also habe ich das gebraucht heute, um einen Abschluss zu finden. Um abzuschließen, das Kapitel zu schließen, aber ich weiß auch nicht. Heute ist so ein Hoch und Tief. Vorhin habe ich noch gedacht, boah, das war genau richtig, das habe ich gebraucht. Und das ist auch so, das weiß ich. Wenn ich in mich hineinhöre, dann weiß ich das. Aber trotzdem ist das irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Und irgendwie steht mir heute alles bis hier oben. Wenn ich daran denke, was ich, also nicht, dass noch viel zu tun wäre, also super, unfassbar viel zu tun wäre das nicht. Aber es sind immer Dinge, die ja noch so auf meinen Schultern lasten. So Kleinigkeiten halt auch, ne? Wir müssen unbedingt diese blöde E-Mail verfassen für den Standesbeamten. Das ist immer noch nicht gemacht. Es ist eigentlich jetzt nicht so schwer, aber ja.
Es ist halt noch nicht gemacht. Dann habe ich noch so Basteleien hier liegen, die gemacht werden müssen. Der Cake-Topper muss fertig gemacht werden. Muss fertig gemacht werden? Der liegt ja immer noch. Ja, Kleinigkeiten, aber heute ist so ein Tag, wo mich das einfach alles nervt. Ja, gleich haben wir noch, wir haben den Spieleabend vorverlegt von Donnerstag auf heute. Ich freue mich sehr auf Donnerstag. Dann bin ich alleine, mein Verlobter hat dann Spieleabend und ich werde mir Blackfish reinziehen. Also ich werde auch morgen nicht vloggen, das heißt, der nächste Vlog ist dann der Donnerstag, da zeige ich euch dann so ein bisschen mein verheultes Gesicht. Also zwei Heul-Vlogs hintereinander, ist doch geil, wer will das sehen? Ich hoffe ihr. Ja, das heißt, wir spielen jetzt gleich noch, wir haben schon 9 Uhr. Und danach müsste ich noch mich um YouTube kümmern. Also vor 11:30 komme ich wahrscheinlich ins Bett. Ja, und dann halt diese Sache mit dem Standesbeamten. Dann haben wir die E-Mail von unserer Fotografin bekommen, die wir gleich eigentlich auch noch durchgehen wollten. Und mich nervt einfach alles. So, das hatte ich euch heute Morgen noch nicht gezeigt. Das kam nämlich gestern an. Ich hatte das in den Stories, glaube ich. Hatte ich das in den Stories gezeigt? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder habe ich das doch in dem Video erwähnt heute Morgen? Ich meine nicht. Baby Food? Ich weiß immer nicht, was ist jetzt Essen und was ist Fuß? Food? Ist, glaube ich, der Fuß und Foot. Nee, Foot ist der Fuß und Food ist das Essen. So rum. Also, was war das jetzt? Naja, Babyfüße. Aber ich habe jetzt einfach, also ich habe nicht das genommen, was ich das letzte Mal schon hatte. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das war. Ich habe jetzt einfach den Bestseller genommen auf Amazon. Mal gucken, wie das ist. Ja, das werde ich dann auch Donnerstag machen, in aller Ruhe, vorm Fernseher. Das soll ja auch 60 bis 90 Minuten einziehen. Und dann mache ich das wirklich in aller Ruhe am Donnerstag. Zeige ich euch dann auch. Da pellt sich's ja noch nicht, das ist noch nicht so ekelig. Ja, und jetzt werde ich vielleicht noch ein bisschen YouTube machen. Oder ich muss auch die Social Media Seiten da mit dem Video, was heute um 18 Uhr angegangen ist, muss ich auch machen. Irgendwas davon mache ich jetzt und dann spielen wir gleich. Zeige ich euch noch, was wir spielen. Blöder Tag. Wir haben es jetzt 10:55. Mein Verlobter schläft schon. Nicht verwunderlich, weil er muss früh aufstehen. Und ich habe jetzt bis eben noch an den Vlogs gesessen. Also einen geschnitten, der rendert jetzt über Nacht. Den anderen auch geplant, online gesetzt für morgen. Also ich bin echt, also es passt zeitlich alles, aber bis vor ein paar Tagen war ich noch um einiges weiter voran. Das war nicht alles so knapp bemessen. Ja, ansonsten haben wir nichts mehr gespielt, weil es halt auch echt schon irgendwie spät war und es war so ein langer Tag. Wir haben noch die E-Mail verfasst für unsere Fotografin mit so ein paar wichtigen Punkten, wo uns dann auch aufgefallen ist, dass wir einiges vielleicht nochmal beachten sollten. Oh ja, mal gucken. Ich weiß überhaupt nicht, ob der Zeitplan so stehen bleiben kann. Das muss sie uns nochmal sagen, inwieweit wir da, wie viel Zeit wir da einplanen müssen. Für das Paar-Shooting halt und inklusive natürlich Anfahrt zum Shootingort und dann wieder Anfahrt zur Kirche und so ein Schnickschnack. Eventuell muss ich den Zeitplan nochmal ändern und alle Termine überall nochmal Bescheid geben, dass wir die Termine, dass wir die Uhrzeiten ändern müssen. Das müssen wir mal gucken. Irgendwas war auch noch, was uns... Also klar, wir müssen sowieso so einen Zeitplan erstellen. Und das sollten wir auch bald tun. Weil es bald nur noch 2 Wochen sind. Halleluja, geil. Oh, irgendwie weiß ich auch nicht, steht mir die Zeit im Nacken. Morgen bin ich wahrscheinlich wieder mega entspannt, aber heute ist echt so ein Tag, wo ich Panik schieb wegen allem und traurig bin, deprimiert. Keine Ahnung. Ja, also einen Plan müssen wir noch erstellen. Dann müssen wir den ganzen Leuten sagen, dass sie bitte in der Kirche nicht fotografieren sollen. Wobei wir uns da jetzt entschlossen haben, Karten beizulegen, den Kirchenheften. Aber da hat mein Verlobter gesagt, er kümmert sich darum, dass er die Karten halt irgendwie gestaltet. Was noch?
Ich weiß auch nicht, irgendwie das Größte, was mir wirklich, also ist einfach diese Zeit, diesen Zeitplan erstellen und zu gucken, dass das auch wirklich, dass wir nicht das nicht zu knapp bemessen, aber auch nicht zu lange, also nicht zu großzügig, weil dann entstehen halt diese extrem ätzenden Lücken. Und irgendwas war noch, was ich auch dachte, das ist so schlimm, dass ich das nicht mehr weiß. Und dann kurz vorher fällt es mir ein, ach scheiße, das musst du ja auch noch machen. Zeitplan und was noch? Ach, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr, ich muss ins Bett. Ich möchte jetzt einen Haken hinter diesen Tag setzen. Einfach komisch. Was macht ihr denn? Frage für die Kommentare. An Tagen, an denen ihr traurig seid, nicht genau wisst warum, vielleicht nur so halb wisst warum, und das macht euch noch trauriger, wenn ihr darüber nachdenkt. Also traurig und deprimiert und schlecht gelaunt. Dass euch das einfach so alles runterzieht, die komplette Situation. Was macht ihr an solchen Tagen? Ich möchte dann ja immer am liebsten mich verkriechen im Bett und heulen und schlafen. Meistens geht das nicht, weil ich arbeiten muss. Und dann steht irgendwie so viel an, dass ich doch noch was anderes mache, anstatt einfach die Zeit für mich zu nehmen. Aber das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt Zähne putzen, es ist 11 Uhr. Ich wollte eigentlich um spätestens 10:45 im Bett sein. Naja, um 15 Minuten. Wobei, nein, ich muss ja noch Zähne putzen. Also ich lege mich jetzt ins Bett. Ich mache einen Haken hinter diesen Tag, will einfach nur schlafen. Und Augen zu, dunkel, stille. Und morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr an solchen Tagen macht, an denen ihr einfach irgendwie traurig seid. Ja, solche Tage gibt's. Bei mir leider öfters mal. In letzter Zeit zumindest. Entweder bin ich himmelhochjauchzend total fröhlich und glücklich und denke so, boah, bald heiratest du. Oder ich bin tief traurig und denke, boah, bald heiratest du. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Ich bin tief traurig und denke, oh, du musst das noch machen, das noch machen. Du weißt überhaupt nicht, wie du das alles schaffen sollst. Also in letzter Zeit habe ich sehr starke Stimmungsschwankungen. Ja. Ich hoffe, morgen ist besser. Damit es Donnerstag wieder richtig mies wird, wenn ich Blackfish gucke. Ja. Also, hinterlasst mir einen netten Kommentar. Gebt mir Tipps für traurige Tage. Dann dürft ihr das Video gern bewerten, auch wenn es diesmal ein wirklich kurzer und absolut beknackter Vlog geworden ist. Und dann, wie gesagt, dürft ihr das Video gern bewerten, indem ihr ihnen einen Daumen gebt nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten, hoffentlich glücklicheren Vlog wiedersehen. Bis dahin, tschüss.